große Brücken, es gibt kleine Brücken, es gibt Straßenbrücken, es gibt Fußgängerbrücken, es gibt Brücken, über die man gehen muss, nämlich 7 Brücken. Und einen gibt es, der diese Brücken baut. Und das ist Brückenhaag. Und mein Felix Haag steht rechts neben mir an der Seite und wird natürlich wiederum die Neuheiten der diesjährigen Messe vorstellen. Hallo Herr Buttig, ich freue mich, dass Sie da sind. Klar, wir kommen nie ohne Neuheiten, also dazu sind wir ja hier, um das Neue zu zeigen. Wir haben dieses Jahr mal eigentlich einen Schwerpunkt auf Spur N gelegt. Also das wird die N-Bahner freuen. Aber lassen Sie uns doch mal das Ganze in der Reihenfolge, wir haben ja gemeinsam einen Spickzettel, abarbeiten, damit wir das Ganze auch ein bisschen ordnen können. In H0, wir fangen mal mit H0 an, das ist eigentlich die gängigste Spur, und zu den kleinen Spuren kommen wir gleich. Da gibt es eine ganz tolle Neuheit, das sind nämlich Strommasten. Ja, wir sind so langsam dabei, uns auch ein bisschen von diesem reinen Brückenthema so ein bisschen rundherum auch mal rauszuwagen. Ja, und da ja Strommasten auch so eine Gitterstruktur haben, das sind ja manchmal richtige Kunstwerke auch. Also die sind nicht nur Landschaftsverschandler, sondern auch eigentlich tolle Ingenieurskunst. Ja, haben wir jetzt auch mal Strommasten im Programm. Da gibt es 2 Modelle, einen mit 3 Leitungen und einen mit 6 Leitungen. Auch in 2 verschiedenen Farben, Farbtönen ausgeführt, silbergrau und grün. Im vergangenen Jahr, kann ich mich erinnern, hatten wir eine Einrichtung vorgestellt, die dem Finanzminister gedient hat. Jetzt haben wir aber eine Schilderbrücke. Die dient ja manchmal auch dem Finanzminister, wenn es jetzt sozusagen bestückt ist mit scharfen Fotoapparaten. Ja. Aber es ist bei uns eigentlich eher so, um irgendwelche flexible Schilder sozusagen darzustellen, ne? Also wie es halt Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote oder Feinstaub oder irgendwas. Ne? Ja. Es ist auf alle Fälle ein wichtiges Accessoire, was sagen wir mal, auch auf den Anlagen fehlt. Man sieht es ja nicht so oft, diese Schilderbrücken. Ja, es gibt immer noch Dinge, die es noch gar nicht gibt auf der Modellbahn. Da bin ich immer überrascht. Also manchmal recherchiert man dann und merkt tatsächlich, zum Beispiel bei den Mautbrücken war es ja genauso. Ja. Es gab noch nichts in der Art, ne, für die Modellbahn. Da waren wir die Ersten dieses Mal. Also man muss immer pfiffig sein und immer schön aufpassen. Jetzt kommt mal so eine kleine ketzerische Frage von mir. Im vergangenen Jahr hatten wir eine Urlaubsbrücke vorgestellt. Ist dieses Jahr wieder sowas im Programm? Ich muss sagen, das Urlaubsziel war wieder mal das gleiche. Deswegen ist da nichts dabei rübergekommen. Und dann waren wir halt noch am Bodensee. Und die Strecke ist mir inzwischen auch schon ganz bekannt. Also insofern hat der Urlaub dieses Jahr wirklich nichts hergegeben an Neuheiten. Na gut, dann vielleicht das nächste Jahr. Aber es gibt eine Neuheit von den Brücken. Es gab eine 2-gleisige Bogenbrücke und dazu gibt es eine Verlängerung. Ja, das ist so. Wir haben so Kurvenelemente für H0, also so gebogen, die nähern den Radius durch Trapezstücke an. Und dadurch müssten wir die relativ breit realisieren, damit die langen Personenwaggons da nicht hängen bleiben in den Ecken. Und die waren da nicht kompatibel mit unseren restlichen Brückenbreiten. Und deswegen haben wir jetzt da spezielle gerade Stücke auch als Ergänzung dazu realisiert, um praktisch in dieser Breite noch im Anschluss an den Bogen oder zwischendrin, je nachdem, da kann man ja den Radius auch noch vergrößern, noch gerade Anschlussstücke verbauen zu können. Das orientiert sich an den C-Gleislängen, 188 und 94 mm. Und der Gleisabstand sind die 77 mm, die wir ja auch in den Kurvenelementen haben. Das wird also den Modellbahner sehr freuen. Jetzt kommen wir mal zu der kleinen Spur, die du vorhin angesprochen hast, die Spur N. Es sind ja eigentlich bekannte Stahlträgerbrücken, die es ja schon in den größeren Spurweiten gab. Ja, das ist immer so, unsere Modelle müssen sich halt erstmal in H0 bewähren und da können wir dann ungefähr abschätzen, lohnt es sich auch für diese kleineren Marktsegmente. Und da haben wir auch wieder eine große Bogenbrücke, die in H0 1 Meter lang ist, haben wir jetzt in 50 cm ein- und zweigleisig realisiert. Und dann auch unsere bekannte BN50-2, das ist so eine Art Hochbogenbrücke, da haben wir noch eine eingleisige Version daraus abgeleitet. Und die Mittelteile von dieser Brücke sind für sich allein auch sehenswert. Das kommt dann so in Richtung Hohenzollernbrücke. Gibt es jetzt auch alles ein- und zweigleisig in Spur N. So, und dann gibt es noch eine Vorstellung in Spur TT, aber das bezieht sich im Wesentlichen ja auch auf die etwas größeren Vorbilder in H0. Auch in TT haben wir letztes Jahr Kurvenelemente angekündigt.
Die können wir jetzt wirklich auch zeigen. Die sind jetzt auch lieferbar. Also das hat echt eine Weile gedauert. Da muss ich mich vielleicht auch ein bisschen entschuldigen bei den TT-Bahnern, dass wir sehr stark in Verzug waren. Aber jetzt sind wirklich alle auf Lager. Und jetzt haben einfach noch diese Pfeiler dazu gefehlt. Die gibt es jetzt auch. Das sind 5 Höhenabstufungen. Dann, die legt man dann immer an der Übergangsstelle zwischen 2 so großen Elementen und klebt die da fest oder lötet die da fest. Und dann sind die sozusagen, wackelt da nichts. Ne? Ja. So, liebe Modellbahnfreunde, wer natürlich noch mehr Neuheiten sehen möchte von Brückenhaag, und Felix Haag hat ja auch eine eigene Homepage, kann auf dieser Homepage sicherlich schön rumwuseln und sich alle Brücken anschauen. Und die schönen Stücke, die wir jetzt vorgestellt haben, aber auch die anderen Sachen, bekommen Sie alle beim Modellbahnshop Lippe. Die Adresse ist ganz einfach, modellbahnshoplippe.com, und dort finden Sie alle Neuheiten. Lieber Felix Haag, vielen Dank für die kurzen, knackigen Worte und die schönen Vorstellungen, die wir dieses Jahr haben. Und für den Rest der Messe noch alles Gute, und wir hoffen mal nächstes Jahr, dass die Urlaubsbrücke wieder dabei ist. Ich bedanke mich und freue mich natürlich auch, dass Sie so schön immer mitziehen mit meinem Programm und den Kunden das alles auch anbieten. Also das ist wirklich eine tolle Beziehung, die wir da haben. Bis zum nächsten Mal.